Also, ich glaube, ich würde mal sagen, ich möchte diese... Ich glaube, ich würde mal sagen, ich möchte diese... Ja. Okay, das ist jetzt sehr... Was? Gut, das sieht jetzt sehr wunderschön aus mit der Tür da dran. Egal. Das ist doch lustig. Ich guck mal kurz in unsere Koppelkiste. Ihr seht, ich sehr effektiv. Ich denke, Aussehen spielt keine Rolle, Mr. Penibel. Och, nein. So. Wie ihr seht, der Kobbelgenerator macht genau das, was er soll, Kobbel generieren. Und deswegen haben wir jetzt auch schon unseren Energy Content und eine verdammte Menge Kobbel. Den werde ich übrigens auch generell für Kobbel benutzen. Das heißt, ich werde in unser Crafting-System, unser Logistic-Pipe-System mit diesem Teil hier von Kobbel, mit Kobbel versorgen. Ich muss nochmal schauen, wie ich das überhaupt hinkriege, dass ich die Pipes daran setze. Das war mein kleiner, gemütlicher Schlag. Also deswegen hätte ich jetzt noch nicht gesetzt. Ja, komm, ja, aber von außen sieht es also ein bisschen kacke aus. Guck. Nö. Ach, nein. So, mein Schlafraum ist fertig, yay. Wir sind hier bei Feedback, wir brauchen hier noch Funktionalität. So. Also, glänzt ein, wieder ein bisschen EMC anspeichern. Ich hole nochmal kurz die EMC aus der Monsterfalle. Soll ich mal neue Robert-Freeze pflanzen? Nein, brauchst du nicht. Nimm lieber Jungle Trees, die sind wesentlich effektiver vom Holzer, wenn du Holz farmen willst. Wir brauchen die nicht mehr. Ich habe gedacht, wir brauchen die, um Sticky Resin zu farmen, aber natürlich brauchen wir es nicht. Schließlich hat Sticky Resin einen EMC-Wert. Und was einen EMC-Wert hat, braucht man nicht farmen. Dafür brauchen wir nur EMC-Farmen. So, was wollte ich jetzt machen? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Genau, das wollte ich machen. Ich schäme mir alles außer Schwarzpulver und verbrenne das dann. Beziehungsweise Eier kommen zu den Hühnchen. Da muss ich zu den Hühnchen. So. Das tötet mich dann auch wiederum, weshalb ich vorher mal. Was machst du denn? Scheiße. Kennst du mich da? So, den Philosopher Stone. Oh, den wird man von der Seite, den lässt gleich mal arbeiten. Ich hole mir jetzt das Zeug aus der Monsterfalle, wissen Sie, das macht wahrscheinlich das Snurak, yes? Das habe ich schon längst geholt eben gerade. Aber ist trotzdem noch wieder genug drin. Ja, scheiße. Ey, komm mal hier jetzt zur Leiter hinten hin, das ist so brutal, du kommst die Leiter nicht hoch. Dann müssen wir das mal anders bauen, ne? Ja, da muss noch ein bisschen was hin. Na, müssen wir so noch ein bisschen was umbauen, also wir haben ja Zeit. Wir spielen ja Let's Play, wir haben Zeit. Wir ziehen das Let's Play künstlich in die Länge. So, 18.000 DMC. Das ist doch schon wieder ganz ordentlich. Ja, die nächste Challenge wäre Burn Rubber. Dafür brauchen wir eine verdammte Menge verschiedener Sachen aus Industrial Craft. Die werden wir jetzt erstmal nicht angehen. Das Problem ist auch, wir kriegen erst dafür Zinn. Das heißt, dann können wir Strom herstellen, wirklich, also Strom herstellen, EU also produzieren. Denn wir haben ja nur kein, wir brauchen für alles, was Strom generiert, wie ihr seht. Kann ich mal kurz zeigen. So, die grundlegende Sache für alles, was EMC generiert, ist der Generator. Und der braucht Reaper Trees. Reaper Trees kann man jetzt natürlich nicht craften, aber... So, Battery. So, die kann man craften eigentlich. Ja, natürlich so. Und da brauchen wir Zinn. Und für alle Generatorenarten braucht man Zinn. Das Problem ist... Jetzt, wir haben kein Zinn, wir haben nur Kupfer, das heißt, wir können nur Sachen herstellen, die Strom verbrauchen, aber noch keinen produzieren. Das bringt natürlich sehr viel, aber gut, das ist halt Feed the Beast, da müssen wir uns alles erarbeiten. Genau, so schaut's aus. Oh. Das kriegt man auch nicht mehr ganz. Ich würde mal sagen, ich stelle mir jetzt mein Bett einfach mal hier irgendwo hin, so stelle ich in die Mitte des Raums, gehe mal pennen. Ich töte mal ein bisschen Viecher währenddessen. Na. Spinnen töten. Alter, wie viele Spinnen da drin rumhopseln. Das ist unglaublich. Geh mal bitte auch ins Bett. Scheiß Gärtens. Ach nee, da oben habe ich noch gar keine Tür hin. Ihr seht, das ist ein lustiger kleiner Bug. Man fällt hier einfach die ganze Zeit runter.
das ist nur so nur ein Albtraum. So Johnny Walker-like. Ah, verdammt. Nee, das sieht Freddy Krueger, ne? Aber was soll das darstellen? Das war ein kleiner Einfall von mir. Ich wusste nicht, ob es gut oder kacke aussieht. Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, ich bin der Meinung, dass es scheiße aussieht. Aber egal. Wasser ist weg. Ist mir scheißegal. Ist das die Version, wo man noch... Kann man die schon mit der Axt abbauen? Ja, hier kann man sie schon mit der Axt abbauen. Ja, früher waren die Teile auch mal also unbrennbar. Ja, früher waren sie mal unbrennbar. Das war, Alter, das war ziemlich OP immer. Dann konnte man einfach mit den Teilen bauen und dann hatte man Holz. Damals gab es ja auch nur diese Art von Holz. Damals waren das ja auch noch, damals musste man die Dinger mit der Spitzhacke abbauen. Ja, da zählten die noch als Stein. Ja, okay. Schön, dass der Weg hier so klein ist, aber egal, reicht ja aus, ne? Welcher Weg? Eben. Der ist so klein, den kann man kaum. So und so. Also ich stelle mir in mein Zimmer einfach ein Bett rein. Fertig, das reicht. Alles andere braucht man in einem eigenen Zimmer ja nicht. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir sollten uns erstmal... Was brauchen wir dafür? Ist es, können wir das mit unseren jetzigen Mitteln schaffen? Was? EMC? Nächste Challenge. Ach, die nächste Challenge. Ich würde sagen, von den EMC können wir es fast schaffen, wenn wir noch ein bisschen mehr produzieren. Hier durch unsere Monsterbahn und so ein bisschen warten. Ich würde sagen, wenn es nach mir ginge, würden wir jetzt erstmal irgendwas noch genaueres machen. Ich weiß jetzt nur, ich habe keinen Plan, was. Aber ich muss nochmal überlegen. Ich bin gerade am Überlegen die ganze Zeit, wie ich das am effektivsten baue. Ob ich eine riesenfreie Fläche mache und da alles drauf baue, was ein bisschen scheiße aussieht, aber alles auf einer Ebene. Oder ob ich mehrere Ebenen mache, Produktionsebenen sozusagen, wo ich dann sage, hey, da unten ist das, 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 das. Ich glaube, ich mache nochmal ein paar Etagen auf die Monsterfalle. Aber ich glaube, das lasse ich jetzt erstmal so und mach's dann so, dass ich hier hinten, wo ja unser Logistic Pipes Netzwerk später angeschlossen wird, dass ich hier nochmal eine Plattform rausbaue. Und diese Plattform, die werde ich jetzt mal bauen. Und da wird dann später unser Logistic Pipes Netzwerk draufkommen. Unser Crafting System und alles, was wir halt so brauchen werden später mit Logistic Pipes. Und dann wenden wir uns der Challenge zu. Das heißt, ich werde jetzt nochmal, wieso hast du so viel Glasspaints hergestellt? Wir werden niemals so viel Glasspaints brauchen. Das war Barack Obama. Ja, ich bastel währenddessen ein bisschen die Monsterfalle höher. Ich glaube, 4 Etagen baller ich jetzt noch auf. Du willst doch mehr Etagen auf die Monsterfalle bauen? Wow. Dann mal viel Spaß. Ich pausiere kurz die Augen. Von oben sieht unser Haus richtig schick aus. Ich pause dann kurz in der Zeit die Aufnahme. In der Zeit werden wir vielleicht auch mal kurz die Chicken Farm noch ein bisschen optimieren und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, wir haben jetzt eine verdammte Menge EMC inzwischen schon gesammelt und haben uns einfach mal, weil wir so dekadent sind, drei weitere Claimstars gegönnt. Aus denen wir uns jetzt mal eben schnell, indem wir die 4 zusammenpacken, einen Claimstar 2 holen. So. Oh, wie viel kann der halten? Ich glaube, der kann. Wie viel kann der? Ja, das ist jetzt auch gerade die Frage. Wie viel kann der halten? Weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall eine Menge. So, es dauert also wieder, bis wir den voll kriegen. Ich habe eben das nicht so genau, Monsterfalle gebaut, habe Eier aus der Kiste genommen und dann hatte ich auf einmal mit einem Schlag genug, um den Claimstar voll zu kriegen. Ja. Und davon echt habe ich neue Claimies geschnappt. Und das wird noch viel effektiver, wenn die Monsterfalle fertig ist. Also. Ich meine, schaut, wenn ihr gleich bei RSG euch das anschauen könnt, das ist gigantisch. Da kommen, also ich habe jetzt gerade 3 neue Etagen. Und die eine Etage, die nur nachts funktioniert hat, wird jetzt auch tagsüber funktionieren. Also kann man so sehen, wie doch 3 neue Etagen da oben müssen, wieder eine unabgedeckte. Ja, ihr seht da oben. Ticken höher. Rum. Bisschen höher geworden. Ich gucke jetzt gerade mal kurz noch was nach. Nämlich wie viel ein Claimstar ziehen kann. EE2 Wiki. Equivalent Exchange 125. Das finde ich auch mal interessant. Alter, so viel Scheiß EMC. Naja, es ist eigentlich wahrscheinlich noch gar nichts. Oh, ich finde das Scheiß Wiki verlinkt. Wahrscheinlich ist es noch gar nichts an EMC eigentlich, ne? Aber wir haben schon eine Menge.
EE2Wiki. Wahrscheinlich nur für den Start allgemein, das ist wahrscheinlich nicht ganz so viel, oder? Also für den Start ist es verdammt viel. Dass wir jetzt schon einen kleinen Start 2 haben, ist schon nicht gerade schlecht. So, Seymour, bitte. Scheiße, Netzwerkkabel, ich habe das gar nicht angeschlossen. Puh. Gleich mal kurz den Teil schießen. So, wo ist denn das K? So, wir gehen hier gleich die Schilder aus. Ja. Das ist ja das Blöde, in der Version kann man Schilder ja noch nicht stacken. Da, Kleinstar. So. Entschuldigung, dauert jetzt ein bisschen, aber genau. Der Kleinstar 2 kann 200 und 1000 EMC speichern. 200.000 EMC. Ja, eine Menge, würde ich mal sagen. Ich werde jetzt sterben, weil ich hier festhänge. Ja, ich würde jetzt mal kurz wieder die Pause die Aufnahme pausieren. Wir werden nochmal kurz die Monsterfalle soweit fertig machen. Ich mache kurz das Netzwerkkabel dran, das Stromkabel und dann, ja, bis gleich. So, wir sind jetzt soweit fertig mit dem Turm hier, mit der Monsterfalle der riesigen. Ich zeige euch nochmal kurz, das hier ist sozusagen der Nachtbonus, deswegen haben wir da jetzt keine Decke drüber gebaut, da waren wir jetzt zu faul zu, das ist der Nachtbonus. Das Spawnvieh hier nur in der Nacht, ist auch egal, funktioniert. So, das ist also der Nachtbonus und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Etagen voll mit Monstern. Und dann kommen hier wahrscheinlich eine ganze Menge Monster-Drops dann hoffentlich an. Na, mal schauen, ob wir irgendwann. Also zumindest sind hier noch überhaupt keine, aber. Vielleicht haben wir noch. Ich glaube, wir haben. Es war trotzdem ganz schön hell noch, dafür, dass wir eigentlich na, oben zu machen. Wie viel EMC hast du noch? Wie viel kannst du noch zusammenkratzen? Ich hab. Wir haben hier darf kein Glas sein, das geht nicht. Sonst ist das nicht so hell. Weil Kleinstar sind jetzt 34.000, ne? Ja, wir haben jetzt nämlich einen Kleinstar 2, das habe ich aber, glaube ich, schon gezeigt, ne? Dann gehe ich mal zum. Ja, da habe ich gezeigt, wie ich den gecraftet habe, genau. Die Kabelfarm. So, es ist auch wieder dunkel. Die Farm produziert gerade schnell genug. Wird es Nacht? Ich würde sagen, wir überspringen mal die Nacht einfach mal nicht. So. Weil in der Nacht haben wir halt noch einen kleinen Bonus, wo noch ein bisschen Nacht produziert wird. Dann sollte das jetzt aber hoffentlich reichen, wenn ich das jetzt noch mal ein bisschen größer mache hier. Hast du eigentlich schon Hühnchenfleisch eingespeichert? Ja, habe ich schon. Ja. Mal schauen, was können wir. Haben wir noch irgendwas, was wir einschmeißen können? Stormwarfer oder brauchen wir das? Also erstens hat das überhaupt keinen EMC-Wert und zweitens brauchen wir das noch, ja. Geh mal drüber. Alles, wo EMC steht, kannst du einschmelzen. Das heißt, du kannst... Das sind alles EMC-lose Items in der Kiste. Alles. Wird, ja, was meinst du, warum die in der Kiste liegen? Das wären sie in Transmutation Tables hinter dem Kleinstar. Ja, das ist der Grund. Hier, ja, ihr seht, da wo EMC drunter steht, EMC 1... In dem Fall zum Beispiel, das könnt ihr einschmelzen, alles was wo nichts steht, könnt ihr auch nicht einschmelzen. Mal so als kleiner. Wollen wir vielleicht noch etwas jetzt aufnehmen, bis denn unser schöner Cobblestone-Generator und andere Hilfen genug EMC produziert haben? Wieso kann ich das Stone Axe auf so weit gar kein EMC? Weil dann können wir ja unser automatisches EMC-System, beziehungsweise automatisches DIA-System. Ist das schlimm, wenn ich hier ein Kabel rausnehme? Ja, das ist nicht so gut, ne? Kannst du da so viel Kabel rausnehmen, wie du willst, ausgenommen, solange du noch 3 drin lässt. Aber das ist ineffektiv. Hä, wieso ist das ineffektiv? Naja, brauchst du nur 3, um voll arbeiten zu können? Ja, weil 3 musst du es ja schließlich rausziehen und dann kommt sowieso Neues rein. Es kommt dir die ganze Zeit Neues. Kommt so schnell Neues? Ach, guck mal. Hier, naja, jedes Mal, wenn da einmal 6 reinkommen, ist es da hier. Du kannst auch die ganze Kiste komplett leeren und wie du siehst, kommt jedes Mal wieder trotzdem wieder neues rein. Ja, ich glaube komplett geleert. Da müssen wir halt können wir den Kabel nicht in irgendwas anderes Wertvolleres einspeichern? Nein, weil wir da Kabel brauchen. Och, mal ehrlich. Ist doch ganz einfach. Wir müssen hier. Wir haben Cobblestone, den wir verkraften müssen. Ja, ach, stimmt. Dann zieht er rein. Macht hier draußen wieder Cobblestone. Der Cobblestone, der wieder rausgezogen ist, kommt wieder hier rein. Ist das so schwer zu verstehen? Ja. Dann können wir natürlich nichts anderes als Kabel nehmen. Wenn wir Diamanten nehmen, bringt das nichts, die können da nicht rein. Ich glaube, ich schnapp mir mal vielleicht ein bisschen Kabel und mach das manuell dann für EMC fahren. Ja, das reicht für mich eigentlich schon. Ich finde, das ist ziemlich effektiv schon. Verdoppelt halt mit jedem Kabel ist halt nur ein bisschen weniger. Die Monsterfalle sollte jetzt auch ziemlich effektiv arbeiten. Oh, wir sind so kurz vor 49.000.
47.170. Wieso willst du 49.000? Ja, brauchen wir das nicht für Dings? Für einen Energy Condenser meinst du? Ja. Ein Energy Condenser ist... Sekunde, ich muss ihn gerade mal finden, ich bin wieder blind. Den brauchen wir, ja. 42.000 Energy. So. Hol dir den, dann können wir da nämlich schon mal das da hinten anschließen. Weißt du? Und dann... Richtig coole Sache. So, holen wir uns Energy Condenser. Dann brauchen wir noch einen Diamanten. Dafür haben wir nicht mehr genug. Ach, Scheiße, wie viel brauchen wir für einen Dia noch? 8.192. Und wie viel hast du? Genug mit dem bisschen, was hier drin ist. Ja, das sind 5.000.